Haben wir noch andere Hände? Eure Gebete wurden offenbar erhört. Zwei Ränge für Zerfetzen. Verursacht pro Sekunde, die ihr stillsteht. Okay, das ist aber auch ein sehr schönes Ding. Okay, nehmen wir einfach mal die Erdrutschränge raus. Ist so, ist leid. Okay, was haben wir noch? Ring. Ich hole mir jetzt einfach so einen Ring. Okay, wir sollten vielleicht mal... Ach, weißt du was? Hier. Verkaufen. Nein, das muss ich erst noch... Verkaufe ich? Achso, gar nicht scheinbar gerade. Kann das sein? Bis zum nächsten Mal. Okay. Naja, hat sich doch gelohnt. Wir haben neue Hände und vor allem haben wir, was war das, andere Schuhe. Zwar haben die keinen guten Status, aber... Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Wo ist hier mal alles? Gegenstände. So, da auseinanderklatzen mal nachher. Ich bin auch nicht bereit. Ich hoffe, dass das respawnt nicht. Ich hoffe, das liegt da immer noch, das Geld. Das wäre sehr nett, danke. Das liegt da noch, danke. Man kann wirklich nur eine gewisse Anzahl haben, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich hier nicht irgendwo runter? Nee, wie komme ich denn darauf? Das kann ich hier nicht tun. Klar kannst du das, du willst nur nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr geile Kernfähigkeit da. Hier, Erweckungsfähigkeit oder wie auch immer. +2 auf all meine Erdrangfähigkeiten, während ich gestählert bin und wir sind einfach 24/7 gestählert. Das ist halt schon sehr cool. Hallo? Ach ja, deine Blumen. Ausgezeichnet. Stellt sie bitte hier drüben ab. Hier sind Mörser und Stößel. Vermischt die Zutaten, während ich sie ruhig halte. Ja, mache ich. Ich mörsere und stösele. Gut. Hoffentlich erholt sie sich. Könnte ich euch zu einem weiteren Gefallen überreden? Berfas Wunden stammen von einer Klinge. Sucht mit mir den Ort, an dem ich sie gefunden habe. Vielleicht können wir die Täter ausmachen und für Gerechtigkeit sorgen. Vielleicht. Also du läufst jetzt tatsächlich echt los, ne? Ach nee. Okay, gut. Mehr oder weniger. Ich will aber erst noch mal ganz kurz... Weißt du was, wir machen das mal ganz easy einfach. Wir machen das einfach so. Ansonsten muss ich viel zu viel klettern. Ich bin noch nicht bereit. So, hi. Kann ich sonst noch weiterhelfen? Ihr habt unserem Orden neues Leben eingehaucht. Unsere Druiden kehren langsam zurück. Zumindest die Überlebenden. Viele sind es nicht. Ich... hatte einst einen Lehrling, Aideen. Ihr Gemüt war feurig, ist vor keiner Herausforderung zurückgeschreckt. Nicht einmal vor Astaroth. Ich befahl ihr zu bleiben. Natürlich hat sie das nicht aufgehalten, sehr. Sie ist jetzt tot. Aber ihr Geist ist an den Kampf gefesselt, der ihr Ende war. Wieder und wieder steht sie ihm gegenüber. Bitte, helft ihr, sich zu befreien. Klar. Wo muss ich denn hin dafür? Jetzt haben wir natürlich die Wahl, weißt du was? Wir gehen aber erstmal wahltechnisch hier rein. Da ist gerade ein Teleporter und der Weg da. Ich muss da denn nicht wieder hinklettern? Ich hasse Klettern. Viel zu fett dafür. Oh, da ist eine Nebenaufgabe. Hallo. Ich bin aufbruchsbereit. Hier habe ich Berfa gefunden. Hier hat sie wohl eine Blutspur hinterlassen. Sie führt dort entlang. Wo? Ah, jetzt sehe ich's. Dieser Bär wurde fachmännisch gehäutet. Die darunterliegende Wunde ähnelt den von Berfa. Okay.
Seht. Ich bin noch nicht bereit. Bam, 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 bam. Meisterschaft haben wir geschafft. Ich bin noch nicht bereit. Das andere Ding ist auch tot. Zacke Beine nicht mit. Danke. Ich bin noch nicht bereit. Hey, alles gut? Was ist geschehen? Steht da nicht rum und stellt mir Fragen. Ich brauche einen Trank. Sonst verblute ich auf euren Stiefeln. Einer dieser verdammten Bären. Wir waren auf Pelzjagd. Eines dieser verfluchten Biester hat mir ein Stück aus dem Leib gerissen. Oh. Verdammt seid ihr! Lasst einen Trank übrig! Ihr habt das getan? Ihr habt meine Freundin verletzt, weil ihr ihren Pelz wolltet? Toll. Ich vermute mal, sie hat ihn jetzt aufgegessen. Kann ich vorher in den Keller? Ich muss vorher in den Keller. Warte, Mädel, ich komme gleich. Ich muss in den Keller. Eingesponnener Eingang. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt aus der Winterwelt in die Spinnenwelt gekommen sind. Schön mit dem stehen bleiben und mehr Schaden dann machen. Ich muss noch etwas warten. So, wo bist denn du jetzt? Ich war kurz im Keller. Ein Bär. Wir sollten ihn töten und ihn die Haut abziehen. Nur komische Ideen, die ich habe. Ich muss noch etwas warten. Stirb doch einmal, du fucking Bär. Greift der Bär sie an. Achso, das war's schon, oder was? Nee. Oder? Nee. Oder? Nee. Oder? War's das? Ich rede mit dir. Sei dir wohl auf. Es geht mir gut. Wir haben den Schutz unseres Waldes vernachlässigt. Das lasse ich nie wieder zu. Wir schulden dem Wald mehr als das. Schon scheiße, was du gemacht hast. Ich ja natürlich nicht. Ich bin netter Kerl. So, dann gehen wir jetzt eigentlich wieder zurück. Machen die andere Nebenaufgabe. Eine Trankkapazität wäre natürlich echt. Eine Trankkapazität ist halt echt nice. Das heißt, ein Trank mehr. Ach, was echt?
Ich muss noch etwas warten. Diese eine Sekunde 30% schneller laufen ist so nutzlos. Naja, wir kriegen es ja definitiv als Aspekt. Weil das werde ich ja aspekten, unter diesen Aspekt werden wir überall reinzimmern. Also das ist einfach unser Aspekt. So, was ist denn hier oben eigentlich los? Haben wir das noch nie gemacht? Weil wir waren ja hier noch nicht, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir das noch nie gemacht haben. Ich bin noch nicht bereit. Oh, hingefallen. Mann, ich wollte gerade dieses Umschubsen und dann. Also dieses 20, 30 Sekunden lang bewusstlos sein, ist ein bisschen doll. Besonders wenn ich mich jetzt nicht mehr bewegen will. Ich muss noch etwas warten. Ich will mich jetzt halt nicht mehr bewegen wegen dem mehr Schaden. Das ist halt vielleicht auch gar nicht. Und außerdem fehlt mir mein... Ich viel bewegen können. Deswegen, mir fehlt einfach... Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche unbedingt andere Schuhe, die mir das... Schön, dass wir diesen Aspekt haben. Aber ehrlich gesagt brauche ich andere Schuhe für sowas. Wir werden nur alle 5 Sekunden mal einen kleinen Hüpf machen können. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich will mich jetzt halt gar nicht mehr bewegen. Damit ich die 30% mehr Schaden kriege. Ich muss noch etwas warten. Ich glaube aber nicht, dass es hier weitergeht. Nehmen wir es trotzdem raus. Ich bin noch nicht bereit. Okay, da geht es einfach nur weiter. Okay, das ist eigentlich... Will ich das ja nicht. Also gehen wir wieder zurück. Duin-Kar. Gegner suchen. Sieht Frost tut. Ich bin noch nicht bereit. Schon tot. Ja, das ging doch schnell. Das ging schnell. Wie sieht's aus? Level up? Nein. Ach, Mann. Ich muss noch ein bisschen Sachen entdecken und sowas. Das ist halt... Wir stehen ja hier eigentlich auch noch relativ am Anfang. Diese blöden Wurzeln. Ach, muss ich gar nicht lang. Ich kann auch hier lang gehen.
So, sucht nach den Typen. Schon gefunden? Verschlossen. Wir können nicht alles niederbrennen lassen. Tja, ja. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Musst du auch nicht. Achso, willst doch kämpfen. Entscheid dich. Au, 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 warum explodierst denn du so? Lohnt es sich mehr, stille Truhen zu öffnen? Ich fand das so, weiß ich nicht. Lieber so das Glücksspiel. Ich meine, wir kriegen, wenn wir immer Nebenaufgaben machen, schon relativ gut alles mit. Ich muss noch etwas warten. Da wird auf jeden Fall eine Sekunde lang schneller laufen. Wirklich? Oh, bei den Geistern. Mein aufrichtigster Danke. Ja, ja. Sie stand kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung. Ich hatte für diesen Anlass einen Stab anfertigen lassen. Er hätte ihn fast mit ihr begraben. Aber das schien mir falsch. Ihre Leiche. Sie lag da noch. Sie wollen, dass es in guten Händen ist, statt in der Erde zu verrotten. Sieht so aus, als ob ich einen Stab trage? Nein, hey, cool, danke. Da habe ich einen Sockelplatz in meiner Hose, aber habe danach echt nichts drin. Okay, komischer Typ. So. Gut, dann haben wir den Druiden jetzt ja scheinbar geholfen. Wird er eigentlich dahin, ne? Aber wir gehen, glaube ich, erstmal hier hin. Komm, weißt du was? Wir suchen danach nach Lilith. Lilithimus. Ich hab jetzt keine Ahnung, irgendwas hat gerade mega laut geknallt. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich bin noch nicht bereit. Ich vermute mal, die Frau kommt die Treppe hoch. Jetzt abgelenkt. Hallo. Hey, cool, ich darf mich eine Sekunde lang schneller bewegen. Tschüss. Oh, das ist eine Nebenaufgabe. War da unten nicht auch noch eine? Ja. Bitte, ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Kann ich irgendetwas tun? Nimm dieses Amulett. Es hält Albträume fern. Seid gesegnet. Wer seid ihr? Ihr dürft mich Shoba nennen. Ich biete jenen, die in Not sind, so etwas wie eine Lösung an. Doch bin nun ich es, die Hilfe braucht. Und da seid ihr schon. Zufall und Gelegenheit sind Schwestern, müsst ihr wissen. Eine unheilvolle Macht lauert im dunklen Dickicht. Ich entsandte meine vertraute Barret, um dem nachzugehen. Doch sie ist nicht zurückgekehrt. Wenn ihr sie finden könntet, stünde ich in eurer Schuld. Ja, ausnahmsweise. Oh, die ist ja nicht mal mehr nah. Die ist ja Kilometer weit weg. Oh Gott, oh Gott. Warum ist denn deine Alte so weit weg? Was soll denn das? Was ist denn das hier? Wer macht hier die Sachen kaputt? Achso, mein Stäbchen. Stäbchen vor allem. Unentdeckt. Unentdeckt? Was? Ist das nicht der?
Okay, ich muss mal ganz kurz hier hin und... Hä, hey, unentdeckt? Ah ja, stimmt. Ich glaube, da sind wir nur einmal ganz vorbeigetippelt, oder? Dann entdecke ich das mal. Da sind wir, glaube ich, nur ganz kurz dran vorbeigetippelt. Diese Sekunde ist so nutzlos. Ich werde so nutzlos. Ja. Sind wir, glaube ich, nur durchgelaufen. Gut, anders kann ich mir das hier echt nicht erklären, aber trotzdem. Da, ich... Gibt's hier nicht mal mehr einen Teleporter? Ach da. Ach Gott, ich bin so... Man kann sich auch dumm stellen, ich geb's zu. Hi. Die Bedienstete Wilfried braucht dringend Heilvorräte. Ah ja. Mit alle Hände voll zu tun haben, so viele Verwundete zu behandeln. Ich packe alles zusammen, was ich entbehren kann und schicke es ihm sofort. Danke. Der Quest vorbei? Scheinbar. Ja, tatsächlich ist er vorbei. Wow. Okay, natürlich haben wir hier gleich noch eine Nebenaufgabe. Warum seid ihr hier? Das Hügelland ist meine Heimat. Aber Sanctuario ist dieser Tage gefährlich. Und meine Eltern... Meine armen Eltern werden immer älter. Wer wird ihr zu Hause beschützen? Ich würde nach ihnen sehen, aber die Straßen sind nicht sicher. Vielleicht könnt ihr meinen Vater Phelan aufsuchen und nachsehen, ob sie mich brauchen. Vielleicht könnte ich das. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Aber sind wir mal ehrlich? Ich muss noch etwas. Damit ich dir dieses Geknalle da gerade nicht aus dem Kopf lässt, mache ich jetzt erstmal kurz die Aufnahmepause. Und wir sehen uns denn, ja, morgen eigentlich schon im Stream wieder, ne? Eigentlich ist morgen schon Streamtag. Stream come true ist das. Und, ja. 18 Uhr müsste es sein. Ich glaube, 18 Uhr machen wir den Stream. Ich bin mir gar nicht so sicher. So, ich will erstmal Aspekte extrahieren. Gib mir den Aspekt. Elemente für künftige Magie, die Wunder Sanctuarios zum Greifen nah. Hier einfach nochmal, weil ich kann. Meine Magie erwartet. Danke. Es geht zwar kaputt, aber wir kriegen halt Aspekte, ne? Ob die jetzt gut sind oder nicht, ja, das Besitzen statt nicht besitzen. Okay, jetzt aber wirklich, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.